Autobahnraststätte Hörbrands. Eine von Anrainern vorgelegte Zufahrtsvariante zur geplanten Autobahnraststätte in Hörbrands wurde verschiedenen Sachverständigen zur Prüfung vorgelegt und als nicht durchführbar bewertet. Voll Life hat nachgefragt, wie diese Entscheidung begründet wird. Ja, wir haben die vorgelegte Variante intensiv geprüft, einerseits durch unsere Sachverständigen, Verkehrsplaner, andererseits auch durch ASFINAG und Autobahndirektion Südbayern. Die Ergebnisse sind eindeutig und übereinstimmend, dass diese von den Anrainern vorgelegte Variante in dieser Form technisch nicht umsetzbar ist. Das heißt, wir haben da Schwierigkeiten mit den Neigungen, mit den Steigungen, Gefällesituationen, wo es einfach nicht möglich ist, diese Variante durchzuführen. Wir haben dann versucht, mit den Verkehrsplanern eine Variante weiterzuentwickeln, die zumindest einmal technisch umsetzbar wäre. Bei dieser Variante müsste man nochmal deutlich weiter ins deutsche Staatsgebiet die Ausfahrt verlegen. Auch diese Variante wurde nachher von den Sachverständigen der ASFINAG und der Autobahndirektion Südbayern bewertet und wurde in Abwägung aller Vor- und Nachteile eindeutig das Ergebnis erzielt, dass es keinen Sinn macht, diese Variante weiter zu verfolgen. Gründe hierfür sind, dass man mal einen zusätzlichen Flächenverbrauch von ca. 4.000 bis 5.000 Quadratmeter hätten, dass man die Brückentragwerke über die Laiblach massiv erweitern müssten, was ein vehementer Eingriff in das Natura 2000 Gebiet darstellen würde, und dass aus Verkehrssicherheitsgründen die Überlagerung, die Verknüpfung zwischen Auffahrt, Abfahrt Lindau und Ausfahrt, Abfahrt Raststation vehement abgelehnt wird von den Sachverständigen. Das Land ist derzeit am Zug mit der Überprüfung unserer Unterlagen für den strategischen Umweltbericht. Hierzu werden derzeit vom Land noch Lufthygienemessungen zusätzlich durchgeführt, um die Gutachten von unserer Seite zu untermauern. Das wird jetzt noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Idealerweise gehen wir davon aus, dass wir vor dem Sommer in das Umwidmungsverfahren von der Beschlussfassung von der Gemeinde her gehen können, um anschließend die Teilverfahren Baurecht, Gewerberecht, Naturschutzrecht etc. durchführen zu können. Positiv gesehen gehen wir davon aus, dass wir heuer noch anfangen können zu bauen.